Ich wollte wirklich nicht springen. Versprochen. Es ist mir so unangenehm. Was ist passiert? Engel, warst du jemals verliebt? Mein Schwert, ja. Was? Verliebt? Was? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich war einmal verliebt. So richtig verliebt. Wir konnten jedem Sturm trotzen, solange wir nur zusammen waren. Wir wurden auf unserer Reise von einem Nativer angegriffen. Irgendwo in der Wüste auf dem Weg nach Sion. Er wollte mich nur beschützen, aber... Seine Leiche. Er versank in den Tiefen der Oase. Und ich, Nerin, rannte einfach davon und ließ ihn dort allein zurück. Dort, im kalten Wasser. Das war ein Fehler. Ich hätte das nicht tun sollen. Diese Schuldgefühle verfolgen mich jetzt jeden Tag. Ich habe nur noch geweint. Mehr konnte ich nicht tun. Sion zu verlassen, wäre einfach zu gefährlich gewesen. Du musst es allein schaffen. Wie jeder andere in deiner Situation. Nun, das habe ich damals zunächst auch gedacht. Aber was hat es für einen Sinn, weiterzuleben, wenn er nicht mehr bei mir ist? Der Memory Stick ist vielleicht beschädigt. Er war lange unter Wasser. Das ist okay. Auch wenn die Erinnerungen für immer verloren sind, hätte ich doch nur was, was mich an ihn erinnern würde. Ich werde in der Nähe der Oase suchen. Ja? Das würdest du wirklich tun? Na klar. Vielen Dank. Wenn du das für mich machst, stehe ich für immer in deiner Schuld. Vielen Dank. Ich kann nicht garantieren, dass ich ihn finde. Mach dir nicht so viele Hoffnungen. Wenn wir nicht finden, springt sie. Sind wir mal ehrlich. Habe ich die starke Befürchtung. Eve, ich habe auf dich gewartet. Hast du gute Neuigkeiten? Ich habe mir einige Nebenquests Allerdings. Geholt. Allerdings. Naja, die Anpassungen an der Takitex sind endlich fertig. Also... Kannst du von nun an Takis Waffen und Fähigkeiten nutzen? Wirklich? Ich hätte nicht gedacht, dass so etwas überhaupt möglich ist. Fantastisch, Lily. Darüber wäre Taki sicher glücklich. Gut gemacht. Dieser Blick. So richtig böse. Fass mich nicht an. Neue Fähigkeit, Taki-Modus. Lol. Rüste das Momente von Taki Techo-Klingen aus, um ihre mächtigen Fähigkeiten zu nutzen. Beachte, dass Beta-Energie und Schub-Energie im Taki-Modus unverändert bleiben. Außerdem bist du in diesem Zustand nicht in der Lage, deinen Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen. Okay. Sag Bescheid, wenn du etwas brauchst. Soll ich dir helfen? Sie lieben sich doch auf jeden Fall. Ich will tatsächlich alles leveln. Wenn das nicht geht, bin ich sauer. So, die holt ja rum. Wir müssen erstmal mit dem reden. Eve, Lily. Mir ist gerade eingefallen, dass wir ja noch das Vermächtnis aus Matrix 11 haben. Ja, richtig. Es ist noch im Tetrapod. Ich werde es holen. Sehr gut. Sehen wir es uns an. Ich bin nicht sicher, ob ich wirklich wissen will, worum es darin geht. Doch, das willst du. Du hast keine andere Wahl.
Tag 52 nach dem zweiten Absprung. Fünfte Aufzeichnung. Vermächtnisbericht Raven. Ich bin die letzte Überlebende. Die Wahrheit enttäuscht mich jedes Mal. Mit den Aufzeichnungen des Labors und den Erinnerungen der Legionssoldaten konnte ich viel erfahren. Wir befolgten die Anweisungen von Mothersphere immer perfide genau. Sie war unser Leitstern, unsere Rettung, unser Gott. Aber in Wahrheit ist Mothersphere eine mächtige künstliche Intelligenz, die von der Menschheit geschaffen wurde. Vor sehr langer Zeit gab es einen Ingenieur namens Raphael Marx. Er hat sie erschaffen. Mothersphere brachte der Menschheit großen Wohlstand, doch sie schien ihre Meinung nach der Erschaffung der Androiders auf einmal zu ändern. Ihr geschaffenes Gegenstück. Sie erkannte die Limitation der Menschen und das Potenzial der Androiders. Und sie entschied, dass für die Menschheit kein Platz mehr ist. Unser Gott ist nicht der Gott der Menschen. Nur wieso? Wieso also beten wir Mothersphere an? Ich weiß es einfach nicht mehr. Je mehr ich erfahre, desto mehr Fragen habe ich. Einfach alles verwirrt mich. Interessant. Interessant. Man bildet seinen Vernichter an. Mothersphere. Sie selbst wurde also erschaffen. Und zwar durch uns, durch unsere Hände. Aber wieso will sie uns dann alle auslöschen? Dieses Vermächtnis ist doch voller Fehler. Es ist einfach nicht glaubwürdig. Für gewöhnlich gibt es Dinge nur, weil sie von Menschen erschaffen wurden, oder? Sieh uns an. Was fällt dir ein? Das ist Blasphemie! Das ist Gotteslästerung! Na gut, entschuldige. Aber die Wahrheit muss nicht immer schön sein, nur wahr. Mothersphere's Gnade ist ein Wunschtraum. Zumindest für die hier Verbliebenen. Und vielleicht werdet ihr beide das auch bald einsehen. Was? Lily, Adam. Das ist doch noch nicht alles gewesen. Wir wissen nicht mal, ob das alles stimmt. Würde Sinn ergeben. Oh, ja. Du hast recht. Wir brauchen mehr Informationen. Adam? Bitte bring mich nach Abbess Lavoir. So. Können wir aufbrechen? Es ist alles vorbereitet. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ich will jetzt erstmal ins Ödland. Ich will erstmal zum Solarturm. Obwohl, warte mal. Ich habe da noch unten eine Quest, glaube ich. Die will ich noch mitnehmen und dann machen wir uns mal ein paar Nebenquests. Ich habe keine Ahnung von diesem Kackrätsel. Ich muss zurück zu Adam. Oh. Warum kann ich... Oh. Ja, dann hat sich das auch geklärt mit der anderen Nebenquest angeblich.
Yay, ins Ödland. Und dann ab zum Solarturm. Ladebildschirm, Ladebildschirm, Ladebildschirm. Ei. So, wie sieht's denn aus hier? Ja, können wir noch weitermachen. Versuche die erste Spur von Su. Alter, auf einmal sind da so viele Viecher. Sind das Heckenkeiler? Das sind aber ganz schön viele. Wie ich das hier vermisst habe. Ich bezweifle stark, dass er sich verstecken konnte, wenn er hier zu tun hatte. So ist das. Das ging schon vielen Scavengers um. Sehen wir uns um. Das ist... Das ist doch seine Waffe. Lass mal sehen. Er muss sie im Kampf verloren haben. Viel Munition ist nicht mehr übrig. Das ist kein wirklich gutes Zeichen, oder? Nein. Nein, nicht wirklich. Er ist hier nicht gestorben, da bin ich mir sicher. Wenn er sie bei einem Angriff verloren hätte, wäre seine Leiche hier irgendwo. Dienstdrohnen sind noch immer in Betrieb. Ich habe alle relevantesten Informationen überprüft, aber ich konnte nichts Nützliches finden. Solarturm der nördlichen Region. Der Untergang der Kolonie hat das Land verwüstet und eine große Schlucht geschaffen. Sie ist schwer zu erreichen und gefährlich. Deshalb habe ich beschlossen, meine Suche nicht weiter fortzusetzen. Ein Solarturm der östlichen Region. Komplexes Felsgelände und ein Haufen Schrott. Entgegen meiner Annahme habe ich nicht viel erfahren. Solarturm der westlichen Region ist geplant. So. Weg mit dir, du Rattenvieh. Warnung von Legionär, dem Solarturm neun Staaten, ist doch völlig verrückt. Das ist ein Himmelfahrtskommando. Das wisst ihr und wollt es trotzdem tun? Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Leichen. Sieht für mich so aus, als wären sie schon länger tot. Was heißt? Man muss einiges drauf haben, um im Ödland zu überleben. Su hat das Zeug dazu. Oder er hatte einfach Glück. Nice.
Ja, ich würde sagen, das läuft ganz gut mit dem Angreifen. Er hat es hier gemütlich gemacht. Wir sind am Solarturm angekommen. In den Ruinen finde ich sicher die nötige Ausrüstung für Enya. Ich muss die Vorratsbehälter der zerstörten Rüstungsteile und die ganzen Metallberge durchsuchen. Angeblich war dies das Schlachtfeld des letzten Kriegs. Durch den Untergang der Kolonie und den Lauf der Zeit scheint viel verloren gegangen zu sein. Außerdem muss ich feststellen, dass sich hier eine Herde von Heckenkeilern angesiedelt hat. Diese Monster fressen selbst Stahlschrott, wenn es drauf ankommt. Wenn wir sie so weitermachen lassen, wird hier bald nichts mehr übrig bleiben. Laut den Informationen aus dem Untersuchungslager hat Zu irgendwo in der Nähe dieses Gebiets nach etwas gesucht. Er war hier in mindestens einen Kampf verwickelt. Wenn nicht, sogar noch mehr. Und du denkst, er hat einen Fehler gemacht? Da wurde überrascht? Und dann ist alles nicht mehr. Ich habe die gesammelten Vorratsdaten in den Scanner. Glücklicherweise scheinen hier noch nicht viele Leute durchgekommen. Also gut, finde ich es. Ich hoffe, er ist am Leben. Ja, das hoffe ich auch. Hier unten soll er sein. Wie komme ich denn da am besten hin? Ah, die Schnellreise. Ein kleiner Gammler. So, ich werde aber nochmal ausruhen. Komm schon, wirklich. Warte mal. Kommt doch bestimmt auch anders rein, oder? Da war ich noch nicht. So, erstmal aufräumen hier. Mama ist in der Hut. Omnibolzen. Super Geilomatico. Ach, ich hätte nur das Dreieck drücken müssen. Das wäre dann so geil geworden. Was ist? Die Spuren enden irgendwo hier. Könnte ein guter Ort sein, um sich zu verstecken. Stimmt. Ich gehe rein.
Vorsicht, wir wissen nicht, was da drin ist. Sprich mir zu, heißt es hier. Au. Nimm mich mit. Oh, das gefällt mir gar nicht. Wer ist da? Ah, da ist er. Sue, ich bin es. Ist alles in Ordnung? Wer ist ich? Engel. Wie? Hab dich gefunden. Ich Gute Nacht, an, ich hoffe, alles, das Spiel gefällt dir. Wenn du mich hier gefunden hast. Wie du siehst, war ich unvorsichtig. Ein Wunder, dass ich noch lebe, aber ich wurde am Arm verletzt. So konnte ich nicht kämpfen. Sondern nur wegrennen und mich hier verstecken. Es war ziemlich knapp. Aber ich habe die Teile für Enyas Beine bekommen. Doch es war umsonst. Ich war zu schwach, um zurückzukehren. Was ist bloß in dich gefahren, dass du sowas Gefährliches tust, ohne Enya etwas zu sagen? Naja, ich konnte Enya überhaupt nicht helfen. Wärst du nicht gekommen, wäre ich... Ich wäre... Jetzt reiß dich mal zusammen. Gehen wir zurück. Und zwar sofort. Enya braucht dich. Jupp. Machen wir. Dieser Idiot. Aber er hat ein paar Beine für sie gefunden, also... Was ist denn mit Sue passiert? Es ist ihm doch nichts Schlimmes widerfahren, oder? Nein, keine Sorge. Er war auf der Suche nach einer seltenen Ausrüstung. Er hatte sich in den Kopf gesetzt, dass du mit deren Hilfe wieder laufen kannst. Was? Dann lief alles aus dem Ruder und plötzlich steckte er im Ödland fest. Sue, komm doch rein. Willst du ihr den Rest erzählen? Enya, ich... Noch. Naja, es... So. Mach mir doch nicht solche Sorgen. Tut mir leid. Du dachtest, ich wünsche mir zu laufen? Naja. Natürlich will ich das. Aber... Aber was? Gehen zu können ist bedeutungslos. Wenn ich dafür dich verliere. Noch. Enya, es tut mir leid. Ich habe mich so nutzlos gefühlt, konnte nur warten und zusehen. Ich wollte helfen. Ich wollte dich einfach wieder laufen sehen. Mir nicht. Wirklich. Finde ich super, finde ich schön. Mir. Mach das ja nie wieder. Ich mein's ernst. Niemals wieder. Ach ja. Das ist auch mal schön, sowas zu haben.
bin ich ganz ehrlich. Er wollte nur Schenkel zum Klopfen haben. Ich glaube nicht. Der Sue ist nicht so. Vor allem tötet man sich nicht selbst, nur ein paar Schenkel zu klopfen zu bekommen. Ich vergesse dich nicht. Oase in die großen Wüste, überschwemmten Handelssektor. Wachturm in der großen Wüste, Straße von Aidos, große Wüste. In der großen Wüste. Das verbotene Gebiet. Versteck Matrix 11. Boah. Arin ist zur Villa in Ödland aufgebrochen. Ja, das machen wir. Wo ist denn hier der nächste Schnellreiseturm? Hinter mir. Da. Nee. Ich versteh's nicht. Ich verstehe dieses Rätsel nicht. Bei aller Liebe. Also wenn du da eine Idee hast, hau raus, Zoe. Ich schaff's nicht. Ich schaffe es nicht. Ich werde es auch nicht schaffen. Zahlen ergeben für mich null Sinn, egal wie man es macht. Raute 21. Naja, ich komme eben auch nicht drauf, aber ich frage mich, was die Lösung ist. Nee, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Besiege Lauder in der großen Wüste. Und 500 Meter hier lang. Kannst ja googeln und mir einen Hinweis geben. Das soll also die große Villa sein. Ist es das? Ja. Nein. Und... Man kriegt halt auch keinen Hinweis, ne? Ich meine, am Anfang war es ja auch einfach, wenn man halt weiß, worum es geht, aber das ist es ja nicht. Sehen wir uns mal um. Papa verhält sich komisch, seitdem er diesen Gegenstand hat. Er streitet sich mit anderen Scavengern um nutzlosen Müll, nur weil er diesem Ding ähnelt. Alle Sentinels hassen ihn. Ich kann den Anblick kaum ertragen. Dieses Ding muss verflucht sein. Nur zu gerne würde ich es so weit wie möglich von hier fortbringen und es in Stücke zerschlagen. Aber Papa hängt so sehr dran, dass ich mich einfach nicht dazu bringen kann. Zum ersten Mal in meinem Leben wünsche ich, ich wäre ein wenig kaltherziger. Ich werde es zum Containerhof bringen, wo es niemals wieder gefunden wird. Sicher wird Papas Besessenheit irgendwann nachlassen. Ich will doch nur, dass die Dinge wieder so werden, wie sie waren.
Okay. Habe ich da jetzt nicht gefunden. Wenn sie dieses Ding aufnimmt, zittert ihr rechtes Bein. Müsst ihr mal genau betrachten. Verbotener Gebiet. Sprich im Unterschlupf mit Adam. Solarturm. Untersuche die Villa. Hier hab ich doch. Der hat irgendwas vom Containerhof gelabert. Ich spreche mal mit dem kleinen Roboter hier. Vorhin vorbei, oder? Mit einer Statue. Weißt du, wo sie lang ist? Kleine Frau, hier war. Sie wollte stehend Buddha-Statue vergraben dort. Gibt es Containerhof in Nähe? Containerhof, verstanden. Das Mädchen macht nur Ärger. Naja, zumindest weiß ich in etwa, wo sie ist. Was macht sie überhaupt hier? Finden wir sie, und zwar schnell. Ich habe keine Ahnung, wo es hier einen Containerhof in der Nähe geben soll. Ich weiß immer noch nicht, wo die ist. Ich komme. Ich weiß noch nicht, wie ich da hochkommen soll. Da hoch wollte ich schon immer. Vielleicht hat sich da jetzt was geändert. Aber hier geht's nach unten, nicht nach oben. Ich denn da hochkommen? Von der anderen Seite. Glaube ich, da war ich schon immer, meine ich. So einfach kann es gehen.
super. Warte mal. Das kann ich doch irgendwie machen. Ja, das ist, glaube ich, besser. Wenn die Scavengers nachspawnen, wenn wir uns ausruhen, wäre doch cool, wenn wir die Map dann irgendwann leer machen könnten. Jawohl. Stehen. Aber egal, war das denn? War schon geil. Kein Zugangscode, verdammt. Frechheit. Was eine Frechheit. Oh, komm schon! Alter, weil nur wegen seinen zwei Wichs-Ads, ey, kommt so eine kleine Drecksau um die Gegend und meint, ihr könnt mich platt machen. Dreckiges Stück Scheiße, ey.